Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transportfieber 2 hier bei Heisenberg Zockt. So, hier stehen mal wieder Züge. Schön, dann haben wir noch mal was zu knobeln. Eine Fehlermeldung haben wir hier oben auch noch und ich habe gerade gelesen, da fehlen teilweise Gleisstücke etc. Wir sehen uns das jetzt mal in Ruhe an, würde ich sagen. Also, wir haben das Problem, dass ich glaube der Metronom-Kollege hier, jawohl, er hier, der fährt hier nicht mehr raus. Machen wir das mal weg und gucken. Und sehen das, was in den Kommentaren stand, nämlich diese Linie ist interessanterweise nur noch eingleisig. Okay, wo fehlt denn jetzt hier ein Gleis? Wir schauen mal. Wir düsen im Sauseschritt sozusagen. Da haben wir Bachfeld-Nebengleis, das ist bereits schon eingezeichnet. Ich glaube aber ein Gleis fehlt primär. Ach so, nee, es hieß hier bei der Brücke, wo wir ausgefädelt haben. Da fehle irgendwo... Oh, guck mal. Hier, tatsächlich. Jetzt habe ich aber Glück gehabt. Das ist eher Zufall, dass ich wirklich gerade die richtige Stelle entdeckt habe. Ja, das kann so nicht funktionieren. Da müssen wir mal schnell pausieren. Habe ich wahrscheinlich kaputt gemacht, als wir hier rausgegangen sind mit der neuen Strecke. Ja, nicht nur wahrscheinlich, sondern logischerweise. Ich glaube, das kann ich so gar nicht reparieren. Da muss ich nochmal kurz mit dem Bagger kommen. Sehe ich das richtig? Das wissen wir gleich. Wir gucken mal. Hier mal andocken. Nö, das geht sogar. Das ist so halbwegs richtig. Das darf gerne ein bisschen gerade sein. Ja, zum Beispiel so. So, wenn wir jetzt gucken bei der Linie. Ja, Moment, jetzt muss ich aber wieder die richtige Linie haben. Die Fehlermeldung haben wir immer noch. Da müssen wir wahrscheinlich den Zug schnell drehen. Das ist kein Ding. Gehen wir mal schnell dahin und gucken. Einmal Linie und trara. Ist wieder zweigleisig, weil ja, die ganzen Züge, alle die hier drauf fahren, die sind natürlich nur noch eingleisig gefahren, wenn dort ein Gleis fehlt. Gut, dann haben wir das schon mal gewuppt. Wie gesagt, wenn ich ihn jetzt drehe, den Kollegen hier, dann müsste er eigentlich wieder sozusagen resettet sein. Und da kann er wieder fahren. Ja, das sieht relativ gut aus, zumindest von der Fehlermeldung her. Er fährt noch nicht. Wahrscheinlich belädt er noch oder was macht er Schönes, er wartet auf ein freies Gleis. Ach so, das hilft sonst auch, stimmt. Wenn man das Spiel laufen lässt. Jawohl, er fährt wieder. Gut, danke für den Hinweis. Weil das hätte doch eine gewisse Knobelei geben können natürlich. Was macht der hier eigentlich Schönes? Er wartet auch noch. Naja, warte du mal. Warum fährst du denn nicht? Da unten ist doch eigentlich nichts. Doch, da wartet der andere Kollege. Ja, der muss natürlich jetzt erst warten, bis er aus dem Bahnhof raus ist. Dann kann er rein, dann kann er fahren. Ja, das macht soweit Sinn. Gut, er fährt. Ja, gut, also dann hätten wir das. Das ging jetzt schneller als gedacht. Ja, dank euch, weil ihr wirklich relativ exakt geschrieben habt, dass hier vorne halt tatsächlich ein Gleis fehlt. Hier, an der bösen Stelle war es. Gut, die Signale stimmen eigentlich trotzdem, wobei ich sehe gerade, also ideal ist das natürlich auch nicht, dass hier noch eins ist. Das hätte ich gerne weg. Das nehmen wir auch weg. Aber wir haben eigentlich längere Züge, oder haben wir dann kein Signal mehr? Doch, da vorne haben wir eins. Dann ist diese Strecke hier, es ist zwar schon eine gewisse, also das hat schon eine gewisse Länge, das Ding. Nee, ich würde sagen, wir lassen es, das ist okay. Dann können sie in Ruhe fahren. Gut, also. Was wir jetzt machen, wir düsen nach Bachfeld rein. Das haben wir hier. Jetzt wird hier der Bahnhof geklöppelt. Das, was ich angekündigt habe, der wird größer gemacht. Und zwar in dem, jetzt muss ich halt schnell schauen, da müssen wir einen massiven Umbau machen. Müssen da die Züge nicht raus? Nö, ich muss ja an den Gleisen selber eigentlich gar nichts machen. Okay, jetzt alle die Augen zu, die ein schwaches Herz haben. Weil jetzt wird hier mal abgerissen und neu gebaut. Die Bäume können wir im Moment noch stehen lassen, ist irrelevant. Dann brauche ich dich hier. Konfigurieren, dann den Bagger und dann kommt das Gebäude hier weg, weil hier brauchen wir Gleise. Wobei, müssen wir alles wegmachen? Wir können es natürlich anders machen. Wir haben dann auch keinen Straßenzugang. Oh, ich habe irgendwo habe ich doch noch einen Güterbahnhof getrennt. Ei, das war ja auch noch, stimmt. Man reiche mir noch mal ein Gebäude, Passagiergebäude, Dankeschön. Das kann auch gerne sowas sein. Das ist ja wirklich nur rein optisch und dann sind die Gleise, die wir hier ran machen, ein bisschen kürzer. Ich finde, das ist okay. Hängen wir jetzt hier dran? Ja, man sieht es relativ deutlich. Da hängen wir dran an der Straße. Das passt. Jetzt haben wir hier Platz. Jetzt haben sie hier echt schon wieder eine Tanke oder was hingestellt. Lass das mal sein. Ich schließe jetzt hier nicht ab. Wobei, das kann gar nicht sein. Wir sind ja im Pausenmodus. Dann habe ich das nicht abgerissen. Das müssen wir aber nicht abschließen, weil jetzt hier die Gleise machen. Das ist ja kein Ding. Also, Gleis schnappen. Moment, das muss ich aber natürlich anders machen. Konfigurieren. Schon lange kein Bahnhof mehr konfiguriert. Dann reiche mir ein Gleis. Da haben wir 10.000 verschiedene. Ich bevorzuge das hier. Gerne mit Strom. Wobei, wir müssen natürlich ein bisschen aufpassen, stelle ich gerade fest. Ich weiß nicht, wie lang die Züge sind, die hier reinfahren. Reicht das hier vom Gebäude? Wisst ihr was? Wir nehmen das Gebäude auch nochmal schnell weg.
Ich würde gerne hier, aber wir brauchen halt ein Gebäude. Also eigentlich ist das Wegnehmen auch bescheuert. Aber wir können ja die Gleise machen und dann das Gebäude dahin. Das müsste eigentlich auch gehen. Wir gucken mal. Nein, falsches Gleis. Dich brauche ich. Dass wir die gleiche Länge haben. Weil sonst haben wir am Schluss dann einfach, je nachdem, das Problem. Tatsächlich, dass die Züge hier gar nicht reinpassen. So, und wir können natürlich in dem Sinn dann wirklich nur Züge nehmen, die hier nicht durchfahren. Oder ja gut, wir müssen halt hier hinten dann die Gleise natürlich wieder vervollständigen. Das geht auch. Jetzt hätten wir mal zwei Gleise mehr. Hier fehlt natürlich noch die Plattform. Dann wird es aber eng für das Gebäude hier. Das sehe ich schon kommen. Da müssen wir schauen, wie wir das machen. Ich mache mal eine Plattform hin, weil sonst ist dieses zweite Gleis hier ein Durchfahrtsgleis. Wobei, das könnten wir eigentlich auch brauchen. Wir fahren ja Züge durch, dass wir die über dieses Gleis nehmen. Würde auch gehen. Nee, ich mach's mal so. Jetzt da nochmal gucken wegen dem Gebäude, weil wir kommen nicht umhin, da ein Gebäude hinzusetzen. Ganz einfach. Kann ich eigentlich hier die Doppel-1? Ja, dann sehen wir das auch nochmal. Sehr schön. Also, nochmal Passagiergebäude. Was Kleines? Geht doch hier hin. Nee, möchte nicht. Da ist es rot, okay, passt da nicht hin. Hier vorne. Wichtig ist einfach, dass wir den Anschluss an die Straße haben. Den hätten wir, wenn wir das hier hinmachen. Kann ich das vielleicht sogar ein bisschen größer noch haben? Ne, dann haben wir die Kollision. Gut, dann nehmen wir das Kleine. Zack, dann hängt das wieder dran. Das passt. Und hier können wir das eigentlich auch nochmal hinmachen. Machen wir hier doch. Passt du hier hin? Ja, da wird ein Gebäude entfernt. Das ist okay. Dann haben wir hier doch nochmal ein bisschen was an Gebäuden. Sehr nett. Oder wir könnten hier natürlich nochmal Gleise langziehen. Wisst ihr was? Genau, ich nehme nochmal den... Oh, nicht alles abreißen. Dankeschön. Jetzt bin ich gerade leicht erschrocken. Wir machen hier weitere Gleise hin. Ganz einfach. Dann kriegen wir das hier hin, dass die Züge hier in Ruhe fahren. Machen wir hier sogar mal ein schnelles Gleis hin. Einfach, weil wir es können. So, weil angeschlossen haben wir das Ganze. Geht hier noch ein Gleis rein? Nein, dann ist hier Feierabend. Das ist okay. Hier mache ich kein Gleis mehr, weil durchfahren können wir nicht wegen dem Gebäude. Ja gut, aber nee, wir haben da natürlich da keine Plattform. Das können wir uns tatsächlich schenken. Es wäre aber vielleicht für die Optik. Wisst ihr was, ich mache doch nochmal eins hin. Einfach der Optik zuliebe. Wir können hier ja auch Fake-Züge raufstellen. So ist es nicht. So, hier würde auch noch was hinpassen. Das lasse ich aber tatsächlich mal. Gut, dann haben wir den Bahnhof eigentlich soweit ausgebaut. Jetzt müssen wir gucken, dass wir in die Gleise reinkommen. Und da ist halt ein bisschen die Frage, in welche müssen wir denn reinkommen? Hier nicht, das ist ein Kopfbahnhof jetzt. Ganz klar, hier dürfen nur Züge rein, die dann wieder drehen und nicht die Züge, die weiterfahren. Ich würde sagen, wir fangen mal hier vorne an. Wir schnappen uns ein Gleis und gehen in diese Gleise rein. Auch wenn hier jemand steht, das ist okay. Okay, ich möchte aber hier natürlich fröhlich aus... Was ist das denn komisch? Das kann ich hier nicht ausgliedern, das Ganze. Ist da noch ein Signal im Weg? Ich weiß es gar nicht. Der Zug steht halt drauf. Das ist irgendwie eine komische Weiche. Sie funktioniert auch nicht. So funktioniert sie. Nö, ist eigentlich okay, oder nicht? Sieht das komisch aus? Nö, das sieht doch ganz normal aus. Hier mal folgen. Bis hier hin. Und dann geht das, wenn es geht, hier ins Gleis rein. Jawohl, perfekt. Hier das Ganze ebenfalls. Das ziehen wir hier lang. Ja, ich hätte gerne die Kurve so. Und dann schauen wir mal, wo wir hier ins Gleis rein wollen. Wo haben wir die Weiche? Hier vorne. Das würde heißen, wenn wir hier rausgehen. Jawohl, dann passt das schon. Haben wir da auch eine gewisse Optik? Ja, sieht irgendwie gar nicht schlecht aus. Dadurch, dass es jetzt nicht alles irgendwie hier angegliedert ist ans andere Gleis, gefällt es mir eigentlich. Wir haben dort eine Weiche, wir machen hier aber auch nochmal eine. Damit die Züge hier wirklich gucken können, dass sie vernünftig reinkommen in den Bahnhof. Also die Seite haben wir mal. Zumindest für die Züge, die dann dort lang fahren. Für die, die in die Richtung fahren, haben wir noch nichts. Da könnte man auch noch gucken, dass wir hier vielleicht nochmal eine Ausgliederung haben irgendwie. Ja, in die Richtung hätten wir eine, dass wir hier vielleicht sogar mal kreuzen. Ich würde sagen, da schauen wir. Gut, jetzt hier vorne. Da hätten wir natürlich vier Gleise, die wir anschließen. Das machen wir mal. Ich schnappe mir mal den Bagger. Ihr seid hier leider mittlerweile obsolet. So, da müsst ihr eure Industrie ein bisschen umsiedeln. Das ist klar. Hier haben wir noch einen Damm. Müssen wir auch gucken, dass wir da irgendwie... Ja, wie soll ich sagen? Nicht allzu nah rankommen. Oder kann ich das vielleicht hier sogar machen? Hier hätten wir einen Baum. Hier kommen wir doch dran vorbei, dass wir hier schon rausgehen. Von hier... Wir haben in dem Sinn halt kein Weichensystem. Beziehungsweise hier kommt man... Nee, hier kommt man nicht rüber. Wenn wir es so machen, kommen wir hier noch rüber. Würde passen. Wir könnten das natürlich auch komplett neu bauen. Ich finde es aber irgendwie so schlecht nicht, muss ich gestehen.
Es liegt einfach daran, dass wir zu viele Züge haben. Das hat auch schon mal jemand in die Kommentare geschrieben. Da kannst du eigentlich korrigieren, was du willst. Wenn du da so viele Züge drauf hast oder beziehungsweise so viele Züge in den Bahnhof rein wollen. Irgendwann ist halt einfach Feierabend. Sehe ich ähnlich. Aber ich behaupte mal, so viele Züge haben wir dann doch noch nicht. Weil wir doch eher immer sparsam waren. Sag mal, komme ich hier echt nicht raus? Ich sehe halt auch nicht, was unter der Brücke ist. Da steht wieder irgendein Zug drauf. Nö, möchte so nicht. Haben wir da eine Weiche? Da haben wir doch keine Weiche. Ja, das geht so nicht. Okay, wenn ich das nochmal von der Seite mache, dann ist hier mir die Krümmung zu groß. Hier ist doch keine Weiche. Hier ist kein Signal. Da muss ich da eigentlich rauskommen. Wie sieht es von hier aus? Das würde gehen. Machen wir es von hier aus und machen hier eine X-Weiche, wenn es funktioniert. Mach mal. Im Endeffekt müssen wir halt einfach gucken, dass die Züge alle irgendwo da reinkommen, wo sie rein müssen. Wir können natürlich mit den Dingens noch spielen, sozusagen. Hier mit den Gleisen. Also wo welcher Zug wo rein muss. Und wenn ich jetzt gucke, hier komme ich mit dem weiteren Gleis nicht mehr ran. Doch. Aber dann düsen wir doch einen Darm durch, sehe ich das richtig? Da keine Kollision. Ja, das geht nicht. Aber dann machen wir hier natürlich einfach eine Weiche. So, einmal so. Einmal so. Und dann hätten wir hier noch Folgendes. Wir würden gerne hier noch rein. Wir würden gerne hier noch rein. Und jetzt muss ich schnell gucken. Ich hätte gerne tatsächlich alle aktiviert. Zack, hier diese Doppelkreuzungsweichen. Wo haben wir noch eine? Die haben wir. Wo sind wir ganz rüber gegangen? Hier, da haben wir noch eine. Die machen wir noch. Und die machen wir noch. Dann können die Züge hier wirklich gut fahren. Jetzt, wie machen wir das am einfachsten? Haben wir denn alles soweit? Ja, wir müssen mit den Signalen nochmal schnell gucken. Da können wir natürlich auch noch was machen. Nehmen wir ein Signal. So, ich möchte heute aber irgendwie dann auch noch einen Zug sehen. Also ich habe schon mal gesagt, ich liebe diese Korrekturfolgen. Dieses Optimieren. Aber irgendwann möchte ich dann tatsächlich halt auch mal wieder einfach einen Zug sehen. Irgendwie die Signale sind natürlich jetzt eher schwierig, weil ich weiß nicht genau, wer fährt hier wo lang. Da müssen wir auch ein bisschen aufpassen. Selber korrigiert hat noch niemand, okay. Was hätten wir denn hier an Möglichkeiten? Die fahren alle weiter, das heißt, das ist eh schon mal Käse. Weil ganz einfach, die können wir da nicht reinschicken. Wir könnten die hier reinschicken, dass wir die rote hier rübernehmen. Oder diese hellblaue. Was ist denn die hellblaue gleich nochmal? Das ist die hier. IR Bodensee. Barfeld, Weißenthal müsste das sein. Die können wir doch problemlos hier rübernehmen. Oder, ja gut, die fährt weiter, aber die hat ja jetzt die Gleise. Das müsste doch gehen. Wenn wir die mal nehmen, die hier war's. Und dann schauen wir, wir sind in Barfeld. Oh, da haben wir noch Wegpunkte. Da müssen wir wieder aufpassen. Das könnte ein Problem geben. Ich mache das mal hier. Terminals, hier Bodensee geht in die 4 und in die 5. Du gehst hier in die 1. Ist es wahrscheinlich... Oh ne, in die 3, bitteschön. Und hier in die... Was haben wir da noch? Die 2. Zack, okay. Das müsste eigentlich funktionieren. Mal schauen. Jawohl, die haben wir aussortiert. Sehr gut. Die halten hier an. Das heißt, wir brauchen hier, würde ich sagen, keine Signale mehr. Wir könnten sie machen. Brauchen wir aber nicht. Aber hier vorne vielleicht. Da haben wir halt auch Weichen und so weiter. Kurze Abschnitte. Ich hätte hier gerne tatsächlich doch ein Signal. Ne, falsch. Wenn, dann zack, hier vorne. Okay, würde funktionieren. Dann hätten wir den Zug schon mal sozusagen rübergezogen. Können wir irgendwas noch sonst rüberziehen? Ich hoffe es mal. Wir schauen mal. Was haben wir denn jetzt hier? Was offenbart sich uns da? Dass wir hier oben relativ viele Züge haben. Die brauchen wir aber in dem Sinn auch da oben. Weil hier geht es ja weiter. Ich mache mal nochmal die Doppel-Lines. Damit wir auch was sehen. Mhm, das haben wir eigentlich zweigleisig gebaut. Das wird gerade nicht genutzt hier von der Linie. Das ist eigentlich auch eher doof. Wir brauchen ja eigentlich keinen Gegenverkehr. Angeschlossen ist es. Da fehlt nicht wieder irgendwie ein Gleis. Nö, müsste eigentlich passen. Muss ich jetzt hier allen Ernstes einen Wegpunkt? Ne, das ist hier ein normales Teil. Muss ich da tatsächlich... Oh, so, jetzt. Habe ich was vergessen? Ne, funktioniert immer noch nicht. Ich setze hier mal einen Wegpunkt und gucke, ob das nicht irgendwie doch geht, dass das zweigleisig genutzt wird. Das wäre mir lieber. Ich würde sogar mal tatsächlich statt dem P, nehmen wir mal sowas. Ne, das ist Käse, das sieht aus wie ein Signal. Wenn ich das dann wieder abreiße, fehlt ein Wegpunkt. Wir machen mal den klassischen Wegpunkt. Der wäre dann zack hier. Okay, wir nehmen nochmal die Linie. Und jetzt muss ich genau gucken, auf dem Weg von Barfeld nach... Wo gehen wir denn hin? Nach Bodensee wahrscheinlich, stimmt das?
Barfeld, Bodensee, jawohl. Wegpunkt Barfeld ist da vorne. Würde heißen, unser neuer Wegpunkt muss der hier sein. Jetzt muss ich es nur wieder finden. Doppel 1. Hier unten war es. Also schauen wir mal, ob das geht. Na, jawohl, das geht. Dann haben wir das hier. Oh, dann wechselt er hier. Das stimmt hier vorne irgendwie schon nicht in dem Fall. Ja, der fährt hier falsch. Ja, aber warum denn? Hier ist es eingleisig. Moment, ich brauche mal nur die Linie. Okay, hier zweigleisig. Dann wird es hier eingleisig. Für einen kurzen Moment eigentlich. Weil er hier nicht mehr rüberkommt. Das könnten wir auch noch schnell ändern. Wenn ich hier nochmal ein Gleis mache. Ich neige dazu, es wäre wahrscheinlich einfacher, wenn wir das Ganze tatsächlich, also das ganze Gleisverfeld nochmal neu machen. Ich möchte aber wirklich erst gucken, ob wir es so nicht auch hinkriegen. Ja, wir müssen hier noch hier rüber. Geht das so? Jawohl, geht. Bewirkt aber gar nichts. Also eigentlich könnt ihr ja hier jetzt mal in die andere Richtung das Ganze auch nutzen. Und hier vorne, da muss man da auch nochmal rüberkommen. Nee, das ist irgendwie eine andere Höhe, oder weiß der Kuckuck, was hier nicht okay ist? Das ist schon ein Gleis, ja, es ist ein Gleis. Das, das sehen wir. Ja, da ist halt wieder irgendwie eine Weiche oder noch was im Weg. Ja, oh, das geht, okay. Bringt uns das was? Nee, eigentlich auch nicht. Können wir uns schenken. Ja gut, dann ist der Bereich eingleisig, aber ich sehe nicht ganz ein, warum der dann verkehrt hier durch den Bahnhof durchfährt, weil hier die Dinger vertauscht sind. Ah, Moment, das müssen wir anders haben. Ist eigentlich logisch. Schnell den hier, Terminus. Wir müssen hier in die 3 rein. Und hier, bei welchem? Bei dem müssen wir die 2 rein. Ja, dann reiche ich mir das Dingens hier. Dann sehen wir, er fährt immer noch falsch. Habe ich es genau falsch rumgemacht? Er muss hier nochmal schnell gucken. Jetzt haben wir hier. Hä? Achso, das ist der Wegpunkt. Ja, das wird natürlich schwierig. Wir halten halt zweimal hier. Hier ist natürlich auch noch. Also aus Weißenturm kommend müssen wir in die 3 rein. Das würde eigentlich sogar stimmen. Aus Weißenburg kommend. Weißenturm. Weißenturm ist ja da vorne. Haben wir das gesehen vorher? Ne, da vorne ist Bodensee. Okay, jetzt müssen wir das ganz in Ruhe machen. Bachfeld Nebengleis. Okay. Wir wollen. Ich könnte natürlich hier tatsächlich auch einen Wegpunkt machen. Das wäre auch einfacher. Wobei, hier die Dinger irgendwie tauschen, ist tatsächlich wirklich einfacher. Also hier die. Nicht beim Wegpunkt. Bei der 2. Die ist jetzt da. Okay, da war. Oh, jetzt wird es aber echt irgendwie. Wo muss ich denn rein? Gehen wir hier mal in die 2 rein. Ja, das scheint gestimmt zu haben. Und wenn wir den hier nehmen, gehen wir hier in die 3 rein. Ja, guck mal einer an. Okay, so schwierig war es dann doch nicht. Es ist halt immer ein bisschen, wie soll ich sagen, diffizil dahingehend. Also wenn du hier natürlich einen Fehler machst, ist natürlich, da hast du einen Riesenknoten drin. Aber das passt jetzt. Jetzt haben wir hier die Durchfahrt genauso, wie wir es haben sollen. Ich kontrolliere nochmal hier vorne. Das ist zweigleisig, geht hier rein und ist hier auch zweigleisig. Das haben wir. Gut, dann haben wir. Dann sind wir mit denen umgezogen. Jetzt möchte ich noch schnell wissen. Diese grüne. Irgendjemand fährt doch hier rein und dann ist hier Feierabend. Kannst du mir doch nicht erzählen, dass die hier alle durchfahren, oder schon? Die fahren halt tatsächlich alle durch, wenn man hier so guckt. Alles, was hier vorne reingeht, geht irgendwie da hinten wieder raus. Das ist ja ganz interessant. Haben wir nirgends Bachfeld als Endbahnhof? Weil die könnten nur, wenn sie von der Seite kommen, da reinschicken. Das würde natürlich problemlos gehen. Wir können ja mal gucken. Wisst ihr was? Wir lassen die ganze Geschichte mal laufen. Fehlermeldung haben wir keine. Die müssen sich jetzt eigentlich neu sortieren. Und hier vielleicht auch nochmal ein Gleis machen, damit der nicht warten muss. Wir können das natürlich auch so angehen. Wo geht der rein? Ja, man sieht, der fährt der durch oder hält der hier an? Ja, ist sogar ein Durchgangszug. Da wäre jetzt eben sozusagen ein Durchfahrtsgleis natürlich nicht schlecht. Wir haben hier im Prinzip ein Durchfahrtsgleis hier hinten. Also er fährt jetzt. Ja, wir warten die Züge zu lang, weil die stauen dann nach hinten natürlich. Hier ist zwar gerade frei, wie wir sehen. Also so schlimm ist es nicht, es ist aber halt nicht wirklich optimal. Schauen wir nochmal schnell. Jetzt kann er fahren. Hier vorne, ja, da ist keiner mehr auf seinem Gleis. Im Prinzip wäre es nicht so verkehrt. Aber sie fahren, also so schlimm ist es nicht.
Im Prinzip wäre es natürlich besser mit einem Gleisverfeld mit weniger Weichen und mehr Signalen. Aber irgendwie kann man sich natürlich auch denken, mein Gott, das ist halt ein alter Bahnhof. Hier hat man halt früher noch nicht so viele Gleise gehabt. Das stimmt ja sogar. Wir haben jetzt mehr Gleise dort hinten. Ganz klar. Ja, da sind zusätzliche Gleise dazugekommen. Dann brauchst du natürlich auch die Weichen. Gut, jetzt aber, irgendwie, wie kriegen wir denn jetzt die Gleise hier noch voll? Wenn wir halt niemanden haben, der hier tatsächlich sozusagen seinen Endbahnhof hat, oder? Haben wir das Pech, dass hier gewisse Linien die gleiche Farbe haben? Das ist natürlich auch möglich. Na, hier mal schauen. Ich nehme mal nur die hier. Was machst du? Fährt auch durch. Allerdings, ja nee, eben, wir suchen ja tatsächlich... Und wo kommt der? Der kann dann hier nicht rüber. Ich habe gerade überlegt, dass wir den vielleicht auch einfach hier durchlotsen. Also hier in der Mitte. Das bringt aber für unseren Kopfbahnhof, den wir hier auf der Seite haben, halt gerade mal gar nichts. Also wirklich null. Weil, ja, eben, wenn sie hinten wieder raus müssen. Ich muss mal im Prinzip alle Linien fast einzeln kurz haben. Nur hier rangehen, das Auge haben wir. Haarsleben, LKW ist uninteressant. Die haben wir hier. Schauen wir uns die mal an. Fährt auch durch. Okay, Halleluja. Ich habe wirklich das Gefühl, die fahren alle durch. Die Metronomkomposition. Die. Moment. Ja, die fährt auch durch. Alles andere hätte mich gewundert. Die fährt jetzt wenigstens wieder zweigleisig hier hin. Und hier sehen wir aber, guck mal, die Züge fahren. Also das, was wir da hatten vor 2-3 Folgen, das haben wir tatsächlich hingekriegt. Er fährt auch durch. Ja, wisst ihr was? Wir können es natürlich so machen, dass wir hier nochmal eine Linie machen, weil ich möchte die beiden Gleise hier nutzen, wenn wir die schon haben. Ah, jetzt haben wir jemanden gefunden. Schadler Kieseggenfelden Bachfeld. Okay, du gehst da raus und gehst da rein. Von wo kommst du? Sogar aus der richtigen Seite. Oder von der richtigen Seite. Na, das ist ja Halleluja. Also. Schauen wir mal. Das wäre dann Bachfeld Nebengleis. Die 6. Das ist sozusagen ankommend, behaupte ich jetzt mal. Würde heißen, du möchtest nicht in die 6, du möchtest in die 1. Oh, jetzt haben wir natürlich tatsächlich das Problem. Ihr seht. Dass wir dort nur dieses Durchgangsgleis haben. Ja, hier eine Weiche bringt gar nichts. Wir haben im Prinzip ja nur ein Gleis hier. Das Gleis hier, das haben wir gesagt, da stellen wir einen Fähigzug drauf. Würde ich dann auch gerne glatt noch machen. Dann stelle ich mir aber schon die Frage, ob das überhaupt was bringt. Wenn wir dich hier rübernehmen. Jetzt haben wir den Ding. Einmal fährt er da rein, einmal fährt er da rein. Bringt uns das, wenn er jetzt einmal noch hier reinfährt und vielleicht dieses Gleis dann freigibt? Ja, das ist ordentlich belegt. Also das bringt mit Sicherheit was. Gut, dann machen wir das. Wäre, jetzt muss ich schnell gucken, die 3 wäre es. Bachfeld Nebengleis. Hier wollen wir nicht in die 6, hier wollen wir in die 1. Juhu, dann kriegen wir eine Fehlermeldung, okay. Warum kriegen wir da die Fehlermeldung? Machen wir da weg. Kommt er da nicht mehr? Ich bin schon beim richtigen Zug. Oh, ich bin beim falschen Zug, sehe ich das richtig? Moment. Das ist natürlich Blödsinn, beim falschen Zug hier was zu machen. Wir haben halt wirklich einfach mit den Farben auch irgendwie das Glück, dass hier überall die gleichen sind. Welchen habe ich denn jetzt hier gehabt? Den Stadler. Ne, schon der Richtige, der fährt doch hier durch. Was gefällt dir denn an diesem Gleis hier nicht? Kommst du da nicht rüber? Wenn er hier so fährt. Das hier ist, glaube ich, aktiviert. Moment, schauen wir schnell. Ja, ist aktiviert. Da wird er doch rüberkommen. Dann ist er in dem Gleis. Kann hier rüber. Und dann kann er da rein. Hier ist auch aktiviert. Warum funktioniert das nicht? Dass ich das hinkriege. Moment, machen wir nochmal. Wir schauen nochmal. Hier, das ist... was ist hier was? Das müsste die 3 sein in dem Fall. Der kommt hier an und fährt dann wieder raus. Müsste eigentlich funktionieren. Sollen wir dich mal rüberziehen? Aber die Strecke ist hier halt mehr belastet. Ich ziehe mal das Teil rüber. Das müsste die 6 sein, genau. Ist jetzt in der 4 drin. Wenn du in die 1 gehst, was passiert dann? Das würde funktionieren. Okay, dann machen wir das so. Dann ist da auch schon ein Zug weg. Das ist so schlecht nicht. Und den hier? Ja, den lassen wir mal, würde ich sagen, für den Moment. Ich finde, es sieht da nicht mehr so schlecht aus. Wir haben jetzt hier eigentlich wirklich aufgeräumt. Ja, vielleicht bis auf die Gleise hier. Aber die Züge von hier, diese Linie, die kriegen wir da nicht rein. Das wird nicht funktionieren. Aber jetzt haben wir hier alles belegt. Das finde ich eigentlich schön. Lasst uns mal schnell gucken. Ich möchte auch mal noch ein paar Züge sehen, tatsächlich. Habe ich zu Beginn der Folge gesagt. War aber natürlich klar und absehbar, dass das schwierig wird.
wenn wir hier solche Optimierungssachen haben. Aber cool jetzt. Jetzt ist der Bahnhof tatsächlich ordentlich angewachsen. Jetzt müssen die hier doch eigentlich fahren können. Wie sieht es mit dir aus? Hat sich der aufgehängt, weil der steht hier an einer komischen Stelle? Schauen wir mal schnell. Der gehört ja gar nicht hin. Mach mal einen Abgang. So, dann fährt er wieder. Ja, ist natürlich, wenn du einen Bahnhof umbaust und danach, also im Pausenmodus, und dann gehst du wieder in den Play-Modus, plötzlich irgendwie ein Zug fährt, hat dann einfach mal 3 Meter falsch. Gut, der fährt jetzt zurück nach Bodensee, das kann er machen, da werden sich die Passagiere wundern, weil sie aus Bodensee kommen wahrscheinlich. Jetzt fahren sie wieder zurück, ohne dass sie hier angehalten haben. Wir können ihn natürlich auch nochmal drehen. Weil jetzt müsst ihr ja die Signale eigentlich schon wieder hier beachten. Also wenn er hier hält, ist okay, er darf auch durchfahren, dann muss aber hier das Gleis frei sein. Ja, ist ja. Gut, ich würde sagen, das haben wir tatsächlich soweit gewuppt. Oder nicht? Jetzt ist natürlich auch das Ganze so. Ja, ja, da kommen die Züge rein. Dass wir die Gleise alle genutzt haben, sehe ich das richtig? Ich mache mal nochmal. Ja, bis auf das, was wir hier noch haben. Und da habe ich ja gesagt, da kommt ein Fegzug rauf. Das machen wir doch auch noch glatt. Was haben wir denn zur Auswahl? Damit hier. Ich hätte gerne tatsächlich einen Personenzug, weil das ist ein Personenbahnhof. Wo habe ich denn die Fegzüge gleich nochmal? Hey, hey, hey. Wenn ich das jetzt wüsste. Wir haben nämlich überall verteilt welche. Wir könnten theoretisch auch im Prinzip einen Fegzug hier rauffahren lassen, dann brauche ich nur hinten aber eine Spitzkehre, sonst wird der Zug hier wahrscheinlich nicht reinfahren. Moment. Ja, das wird nicht gehen. Wenn ich hier Zug eingebe. Zug. Mach mal Zug. Ne, hier ist nichts. Ein Schloss finden wir unter Zug. Da haben wir doch ein bisschen. Was hätten wir? Ricos Kinderzug. Oh, wie süß. Ja, den könnte man natürlich auch nochmal nutzen. Den haben wir im Weihnachtsspecial tatsächlich genutzt. Ich klicke hier mal ein bisschen. Also irgendwo. Ja, da haben wir es doch schon. Sehr schön. Was ist das hier? Drehgestell. Aha, okay, das wäre dann das Unfertige. Ich hätte hier gerne die Teile. Die passen hier doch hervorragend hin. So, da habe ich Glück gehabt. Gleich mal auf die Schnelle gefunden. Wir sind hier sogar ebenerdig. Das heißt, wir können die hier ohne Probleme hinstellen. Einmal so, dann vielleicht irgendwie noch. Ne, der kommt mir zu früh. Noch gerne sowas. Mit einer gesunden Länge würde ich vorschlagen. Und da vorne ist dann Feierabend. Haben wir hier einen Steuerwagen hin. Der guckt genau in die falsche Richtung. Jetzt guckt er richtig. Oder sollen wir noch eine Lok davor setzen? Ne, wir machen den Steuerwagen hier hin. Der fährt eben tatsächlich noch nicht, weil er noch keine Lokomotive hat. Ja, ist doch nett. Sollen wir hier vielleicht nochmal ein Gleis machen? Wisst ihr, was wir machen? Wenn wir doch gerade dran sind, lasst uns hier doch nochmal ein Gleis machen. So, und zwar einfach der Optik zuliebe dahingehend. Oh, hier ist aber Feierabend. Okay, ein kürzeres Gleis. So müsste es gehen. Mal ein bisschen. Und dann einmal hier raus. Das müsste eigentlich funktionieren. Jawohl, das funktioniert auch. Gut, schauen wir nochmal. Assets. Ja, vielleicht jetzt nicht unbedingt nochmal den gleichen Zug. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich was anderes finde. Wir nehmen uns jetzt einfach die Zeit. Ich hoffe, das ist okay. Da haben wir Schiffchen, Flugzeuge. So schlecht sind wir gar nicht unterwegs. Nö. Irgendwann kommen sie, die Züge, beziehungsweise die Lokomotiven. Das sind halt nur Autos. Habe ich immer noch Zug drin? Nö, geht. Ja, LKW ist natürlich auch cool. Brauchen wir jetzt aber gerade nicht. Nochmal ein Flugzeug. Ja, wenn ich dann Flugzeuge suche, dann finde ich dann die ganzen Züge wahrscheinlich. Mauern und Co. Hier, was ist das hier? Oh, habe ich nicht offensichtlich. Schade. Oder irgendwas fehlt dazu. Das ist natürlich tatsächlich schade. Haben wir die wieder bei der 77, das merke ich mir mal, weil sonst stellen wir halt die gleichen drauf. Das ist ja dann tatsächlich egal. Ich hätte irgendwie gerne noch eine Lokomotive. Hier haben wir 10.000 Sachen. Hier müssten doch, oh, Güterzüge. Ja, aber eben, nee, möchte ich eigentlich nicht. Da haben wir doch eine Lokomotive. Ja, wie cool ist das denn? Also, hier haben wir eine Lokomotive in die Richtung und dazu Wagen. Oh, da haben wir ganz viele Lokomotiven. Ich wusste doch, dass ich das aktiviert habe. Jetzt hätte ich gerne nochmal irgendwie Personenzug-Assets. Also Wagen, dass wir die noch hinten ranhängen können. Da haben wir alles Mögliche. Ist hier, oh, guck mal hier nochmal. Sehr schön. Wir können hier natürlich auch einfach 2, 3 Lokomotiven hinstellen. Wisst ihr was? Das finde ich eigentlich auch cool. Die warten hier auf ihren Einsatz. Zack, so. Dann haben wir das. Sehr gut. Gefällt mir.
Ach, herrlich. Gut, also ich denke, unser Bahnhof Bachfeld, der hat sich gemacht. Und jetzt während der ganzen Zeit, wo wir jetzt hier die Fake-Lokomotiven und so weiter hingestellt haben, war hier eigentlich gut Betrieb. Also sie fahren. Wir gucken mal schnell in die Richtung. Da ist okay. Guck mal, hier haben wir gar keinen Zug mehr. Da kann man jetzt sagen, ja, weil sie wahrscheinlich irgendwo anders stehen. Nee, das glaube ich nicht. Und sonst fällt es uns dann schon auf. Und hier auch keiner. Keiner wartet hier. Fehlermeldungen haben wir keine. Ich würde sagen, jetzt haben wir wieder den Normalzustand hier in Bachfeld hergestellt. Tatsächlich. Dass die halt, ja, die kommen und können reinfahren. Weil wir haben nicht diese Anzahl an Zügen tatsächlich. So, der wird gerade beladen. Jawohl, dann fährt er wieder zurück. Und hat hier überhaupt niemanden, der ihn stört. Da kommt der nächste. Ja, das passt schon so. Also das war, glaube ich, schon die Lösung jetzt auch. Dass die bereits greift hier, dass wir hier noch ein Gleis dazu nehmen, das Ganze umwandeln. Also wir haben sogar drei Gleise natürlich im Endeffekt dann dazu genommen. Ich rede jetzt nicht von den Fake-Gleisen, sondern denen, die wir nutzen können. Ja, gefällt mir. Wenn ich hier gucke, das sah schon anders aus hier, genau an dieser Kreuzung. Hier standen Züge, das hat sich bis nach da hinten gestaut etc. Jetzt staut sich gar nichts mehr. Gut, liebe Freunde, dann hätten wir diese Optimierungsfolge eigentlich durch. In der morgigen machen wir was ganz anderes. Da werden wir wieder was bauen oder zumindest irgendwie ganz sicher was mit Zügen machen. Zum Beispiel wieder in Olympia. Das ist ganz klar. Ich möchte wieder mitfahren mit Zügen und ich möchte Strecken bauen. Danke fürs Zusehen. Hoffe, hat euch ein bisschen gefallen. Und dann hoffe ich, wir sehen uns morgen wieder. Wir sehen aber nicht mit einem, oder wir sagen aber nicht mit einem stehenden Zug. Tschüss. Jetzt, wo wir alle wieder zum Fahren gebracht haben, möchten wir die fahren sehen. Hier ist einer. Danke euch fürs Zusehen. Macht's gut und dann hoffentlich bis morgen. Tschüss, bye bye.